Servus Leute, heute Magnetfische in Rutheim an der Mühlbachbrücke hier. Und da haben wir schon was gefunden. Ein Fahrrad liegt hier drin. Ich zeige es euch mal. Hier ist der Mühlbachkanal. Und was sind sie hier reingeworfen? Wieder in Rutheim ein Fahrrad. Mann, Mann, Mann. Bis wir das da rauskriegen, das gibt ein Act. Spezial. Mal, was da ist da, mit dem Magnet. Ich gucke, ob man das kriegt oder was da. Was weiß ich, was da hin. Ob ich was dran habe hier. Oh! Nicht fest. Einmal die Kamera stoppen. Oh, zack. Man weiß nie, was man geht. Aber Kamera stopp, danke. Servus. Ach, ich mal probiere es hier. Zack. Da drüber hin an die andere Seite von der Brücke. Jetzt mal nicht, gell? Oh je. Danke. Was viel hier. Was sind hier Fleischwasser? Jetzt ist es nicht so, ja. Ja.
scheint sauber zu sein, das Gewässer hier. Sehr sauber. Da ist was, hat noch ein Kriegs mich gepackt. So Leute, Fahrrad ist draußen. Der Barbarian-Magnet hat es gepackt. Also ein schweres Stück Arbeit hier. Ein Fahrrad, wieder einmal. Decathlon oder Deathlon, ja, heißt es. Decathlon sind gerade beliebt. Die kostet Geld, die Fahrräder hier, du. Meine Güte. Wem gehört denn das hier wieder? Brutal. So, das war mal wieder Magnetfischen hier in Rußheim an der Kanalbrücke. Hier wieder ein Fahrrad. Ich gehe jetzt mal um auf die Totale. Wenn es jemand vermisst, einfach in die Kommentare schreiben. So, ein Fahrrad. Wem gehört das Fahrrad? Gerade in die Kommentare schreiben. Ja. Naja. So, noch einmal hier die Brücke hier in Rußheim. Und unser Fahrrad gefunden hier. Ja, ein Fahrrad. Ah, das war ein interessanter Fund für Fahrrad. Geht die Kimmel noch da? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die Griffe fehlen aber hier. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Beitrag über Magnetfischen wieder an der Kanalbrücke in Rußheim bei Detterheim. Hier unser schönes Fahrrad. Melde ich jetzt dann im Ordnungsamt. Dankeschön, Leute, und bis zum nächsten Mal.